wenn die ganze Welt sagt, dein Freund ist ein Mörder, würdest du noch hinter ihm stehen? Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Wie ihr seht, sind wir hier im Reaction-Modus heute und zwar gehen wir heute auf ein ganz, ganz besonderes Thema. Und zwar einen der umstrittensten Kriminalfälle der letzten 50 Jahre. Viele sagen, es ist ein Fehlurteil. Es gibt Juristen, die davon sprechen, dass es ein Fehlurteil ist. Es gibt ganze Initiativen, die für die Freilassung des Verurteilten eintreten, obwohl es um einen Mordprozess ging. Und zwar sprechen wir von dem Fall Benedict Todd. Der ist angeklagt worden, seine eigene Tante in dem Parkhaus in München ermordet zu haben. Er wurde schuldig gesprochen und zu lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Das heißt für ihn, eine Entlassung ist nicht möglich, bevor 25 Jahre rum sind. Nochmal, vor 25 Jahren. Dann kann der nicht entlassen werden. Das ist seine Situation. Er sitzt mittlerweile, 15 Jahre ungefähr in Haft. Warum interessiert mich dieser Fall so sehr und warum reagieren wir heute auf diese zweiteilige Dokumentation? Ich kenne den Mann. Benedikt ist eine Zeit lang eine Art Freund von mir gewesen und ich war 7 Jahre lang zusammen mit ihm in Haft. Wir haben zusammen Sport gemacht, wir sind hin und wieder mal zusammen gelaufen. Ich weiß sehr viel Insiderwissen über den Fall und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin genau der Richtige, um darauf zu reagieren. Ey, macht euch auf was gefasst. Wir haben wirklich einen Justizskandal gepaart mit einem grausigen Mordfall. Und ich will nicht zu viel verraten, aber wir lassen sogar einen Anwalt dazukommen, um die ganzen Aspekte des Falls auch aus juristischer Sicht neu zu beleuchten. Und damit fangen wir jetzt an. Die Frage, unser Freund, der Mörder. Sitzt Benedict Todd unschuldig im Gefängnis? Wir werden es erfahren. Bei der Recherche zur Reihe Wie gehen wir mit Schuld um, bin ich auf einige Kriminalfälle gestoßen, aber an einem bin ich echt hängen geblieben. Und zwar an einem Mordfall aus München aus dem Jahr 2006. 2006, nur um uns ins Feeling reinzubringen. Ich bin 2005 verhaftet worden, kam dann 2006 nach Deutschland und wurde 2007 nach Stadelheim verlegt. Wir waren also recht gleichzeitig in Haft in Stadelheim. Und haben uns aber so richtig erst kennengelernt in Straubing dann, also nach dem Urteil. Vor dem Urteil habe ich mich immer so ein bisschen ferngehalten vor dem Mann. Die Gründe werde ich euch jetzt gleich noch nennen. Der Fall war aber damals in München das Allergrößte. Was man dazu sagen muss, ein Parkhaus in München. Ja, man denkt nicht darüber nach, was das bedeutet, aber glaubt mir, diese Frau war steinreich. Es ging also um eine Menge Kohle. Es war ein High-Society-Fall. Jeder kannte diese Frau, also jeder, der Rang und Namen hatte in München, kannte diese Frau oder hatte Beziehungen zu dieser Familie. Ich habe euch das ja schon länger gesagt, dass wir versuchen, Kriminalfälle mal neu zu beleuchten und so. Und mir fällt es immer auf, wenn ich solche Dokus gucke, dass ich, selbst wenn ich die Leute nicht kenne, immer noch ein paar Gedanken zu dem Fall habe, der irgendwie nicht angesprochen werden in den Reportagen. Und bei der Nummer hier ist es, ich habe mich damit ausführlich beschäftigt. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, endlich loszulegen. Also weiter geht's. Wird die Parkhausbesitzerin in der Diele ihrer Münchner Wohnung ermordet aufgefunden? Die Mordkommission kann einen ersten Ermittlungserfolg vermelden. Im Zuge der Verhöre von zahlreichen Verwandten, Bekannten und Geschäftspartnern sind die Fahnder bei einem Neffen stutzig geworden. Mit einem schweren, spitzen Gegenstand hat der Täter mehrmals auf den hinteren und seitlichen Kopfbereich geschlagen. Zur Erklärung, das war ein Foto von Benedict Todd vor seiner Verhaftung, würde ich sagen. Da war er noch rund und gesund, sah auch noch irgendwie ein bisschen selbstgefährlicher aus, finde ich, als er später tat. Hier haben wir so ein Beispiel zum Beispiel für eine Tür. Ich werde sowas auch einfach mal zwischen rein mit einbauen. Was ist jetzt hier passiert? Die Tür sieht nicht vom Mordfall so aus, sondern das hier macht die Polizei. Das ist der Puder, mit dem sie alles bestäuben, was in der Wohnung unterwegs ist. Alle Stellen, an denen Menschen Dinge anfassen. Also jede Tür, jeder Türgriff, jede Schublade sieht ab jetzt, jede Kommode, jede Diele, jeder Schrank sieht ab jetzt so aus. Ja. Und unten sehen wir auch noch das Siegel über dem Schlüsselloch, dass die Tür eigentlich nicht mehr geöffnet werden darf. Okay, lass uns mal weitermachen. Ihr Neffe, Benedict Todd, war damals 31 Jahre alt
und er wurde für diesen Mord zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Es gibt so viele Zweifel, und zwar vernünftige und nicht theoretische und abgelegene Zweifel, dass ein Schuldspruch niemals hätte ergehen dürfen. Seit 14 Jahren sitzt er jetzt dafür im Gefängnis. Ich bin über die So Leute, das hier ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich wollte euch das schon sehr lange mal zeigen. Ich konnte es immer nicht richtig erklären. Ich habe nicht gewusst, dass es dieses Bild gibt. Ich freue mich sehr darüber. Das hier ist eine Zelle in der JVA Stadelheim. Stadelheim ist eins der größten Gefängnisse Deutschlands in einer der reichsten Städte der Welt, nämlich in München. Und gleichzeitig ist es eines der erbärmlichsten und schlimmsten Gefängnisse, in denen ich je war. Die Zustände dort sind fürchterlich und ich muss jetzt auch mal schnell schauen, wie viele Haftplätze das Ding hat. Ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, einmal weit über 2000 Häftlinge dort waren. Und es ist einfach, warte mal. Okay, wir haben Bezugsjahr 1894. Das Ding ist also auch noch alt. Historisch gesehen weiß ich, solche Dinge wie die Mitglieder der Weißen Rose wurden dort drin geköpft. Das macht mir ganz, ganz schlechte Aura. Das heißt, dort wurden Hinrichtungen begangen. Haftplätze ist zum Beispiel sehr, sehr seltsam, wie wir hier sehen, denn dort steht Haftplätze 1379 bis 2100. Was bedeutet das? Das bedeutet übrigens auf 600 Beamte. Das bedeutet vor allem, dass die Anstalt kurze Frage an euch. Wie macht man aus einer Einzelzelle eine Doppelzelle? Wie macht man mehr Plätze in einem Gefängnis? Richtig, man legt überall, wo eine Einzelpritsche, ein einzelnes Bett drin war, ein Stockbett rein. Genau so passiert sowas. 1379 Plätze, ja, wenn man nach den Zellen geht und nach dem Platz, aber wenn wir in den meisten Zellen einfach ein Stockbett reinbauen, haben wir plötzlich fast doppelt so viele Haftplätze. Das heißt aber nicht, dass der Platz dafür gemacht ist. Er ist eigentlich für 1379 gemacht, nicht für 2100. Das hier ist eine Einzelzelle in Stadelheim. Ich habe genau diese Zelle auch schon mit einem Stockbett bewohnt. Stellt euch das vor, hier rechts, wo dieses einzelne Bett ist, ist einfach noch ein Bett oben dran. Der Platz wird nicht mehr. Du kannst da nicht aneinander dran vorbeileben. Nur einer kann sich im Bett aufhalten und der andere halt hier an diesem Bänkchen. Was wir noch sehen an dem Bild, und es entgeht einem auf den ersten Blick. Das hier könnte, ich war dort im vierten Stock in Stadelheim, Abteilung B4, das ist die sogenannte Sicherheitsabteilung. Du hast keinen Sport, du hast keinen Aufschluss, du darfst nicht aus der Zelle raus. Eigentlich 23 Stunden Einschluss in dieser Zelle, im vierten Stock, unter einem Flachdach. Das heißt, obendrauf, über dir ist nur noch das Dach und Teer. Es wird im Sommer so heiß und jetzt fällt euch vielleicht etwas Besonderes auf. Diese Zellen haben keine Fenster. Guckt mal genau hin, was das ist. Das da oben ist eine Reihe Glasbausteine und links dieser kleine Bereich ist das einzige Fenster in dieser Zelle. Und das kannst du nur so einen Spalt aufmachen. Schaut euch das genau an. Da drin habe ich ein Jahr gelebt. Und das ist sehr hoch. Also das Fenster ist ganz oben an der Decke. Wenn du geradeaus stehst und läufst, kannst du noch nicht rausschauen. Du musst auf diesen Tisch klettern. Oder wenn es ein Stockbett drin gibt, aufs Stockbett klettern und kannst dann oben so rausschauen. Das heißt, den ganzen Tag hast du eigentlich das Gefühl, du wohnst in einem Keller, obwohl du im vierten Stock bist. Willkommen in Stadelheim. Und ja, danke für dieses Bild, wollte ich schon länger mal sagen. Links seht ihr so eine Plastik-Teekanne, die man immer kriegt. Über den Tee habe ich schon öfter geredet. Das ist genau die Zelle. Der Tisch hier ist nicht verschiebbar und unten am linken Rand seht ihr das Bänkchen zum Sitzen. Wenn die aus dem Ding eine Zweierzelle machen, kriegt man noch einen Stuhl dazu. Der Tisch ist so. Da isst du zu zweit dann. Das Schlimmste sind die Fenster. Da ist ein übler Knast. Zweimal die Woche duschen. Zweimal die Woche duschen. Kaltes Wasser nur. Oh, ich werde euch noch viel über Stadelheim erzählen. Ich bin über die Initiative seiner Freunde auf diesen Fall gestoßen und was ich so spannend finde, die sagen bis heute...
Stellt euch die Situation vor, von der wir gerade gehört haben. Wir haben gerade gehört, die Initiative zur Freilassung von Benedikt Todt. Jetzt möchte ich, dass ihr euch kurz vorstellt, ihr werdet des Mordes angeklagt, an eurer Tante. Es war eine blutrünstige Tat und die ganzen Boulevardzeitungen sehen euch sicher als Täter. Die Polizei sagt, ihr seid sicher ein Täter. Wie viele eurer Freunde würden eine Initiative gründen und euch unterstützen? Das ist äußerst selten. Es ist äußerst selten und es macht den Fall Benedikt Todt zu so einem besonderen Fall, dass die Leute in seinem direkten Umfeld glauben, dass er unschuldig ist. Ist unschuldig und hätte nie verurteilt werden dürfen. Ich frage mich, wie ist es, wenn ein Freund für so eine Tat beschuldigt und dann auch verurteilt wird? Kann eine Freundschaft sowas überstehen und haben die nie an seiner Unschuld gezweifelt? Darüber möchte ich mit seinen Freunden sprechen, aber ich will auch versuchen, mit Benedikt Todt direkt Kontakt aufzunehmen. Mit ihm persönlich darüber zu sprechen, fände ich wahnsinnig spannend. Telefonieren darf Benedikt Todt nicht und deshalb haben wir ihm einen Brief geschrieben an die Adresse der JVA. Wir wussten natürlich nicht, ob da überhaupt eine Reaktion kommt, aber tatsächlich, Benedikt Todt hat geantwortet und wir haben schon mehrfach mit ihm hin und her geschrieben. Wir kommen heute wieder langsam voran. Aber da war jetzt wieder so viel drin. Und zwar unter anderem der Beweis für das, was ich immer sage, dass man nicht telefonieren darf. Guck mal, der Mann sitzt seit 14 Jahren in einer Haftanstalt für Lebenslängliche. Und er darf nicht telefonieren? Könnt ihr euch das vorstellen? In irgendeinem anderen Bundesland, ihr, weiß ich nicht, in Diez, in Berlin, in Stammheim. Das ist Bayern. Nicht mal mit einem Reporter, ja? 14 Jahre. Die Briefe, haben wir gerade gesehen, sind mit der Schreibmaschine geschrieben. Es gibt keine elektrischen Schreibmaschinen, Computer oder Laptops in dieser Anstalt. Der schreibt auf einer guten alten, wie heißen die Schreibmaschinen? Eine Schneider, eine Fischer, eine Singer. Der schreibt auf einer Singer-Schreibmaschine, schreibt er diese Briefe. Wahnsinn. Sehr geehrter Herr Seibert, haben Sie vielen Dank für Ihren Brief, den ich gestern erhielt. Ich könnte eine private Besuchererlaubnis für Sie beantragen. Weniger Einschränkungen unterworfen und zeitlich großzügiger gehandhabt wäre aber eine Pressebesuchserlaubnis, die Sie bitte selber bei hiesiger Anstaltsleitung beantragen. Und was Benedikt Todt mir noch geschickt hat, ist ein aktuelles Foto von ihm. Benedikt Todt ist also... Ich kenne genau den Ort, wo er das Foto gemacht hat. Das ist so ein kleiner Raum im Erdgeschoss, ich glaube, es ist der A-Flügel oder der C-Flügel. Mittlerweile bin ich mit den Flügeln nicht mehr ganz sicher. Da macht die Sicherheit die Fotos. Also die Sicherheitsbeamten, die eigentlich keine Fotografen sind. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du stellst dich entweder vor diesen blauen Hintergrund oder vor so eine Tapete mit so einem Stückchen Natur. Und jedes Mal, wenn ich ein Foto von einem Täter sehe und dieses Naturbild im Hintergrund, weiß ich, dass er in Straubing sitzt. Also offen für ein Treffen, aber jetzt muss ich hoffen, dass die Gefängnisleitung dem Ganzen auch noch zustimmt. Erstmal interessiert mich aber, wie war das für seine besten Freunde, das alles mitzubekommen? Matti, einer seiner besten Kumpels von damals, der hat sich bereit erklärt, mit mir drüber zu reden. Hi. Servus. Wollen wir uns mit Ellbogen begrüßen? So. Hi, ich bin Frank. Hi Matti, komm rein. Schön, danke, dass du dir Zeit nimmst. Logisch. Wie stehst du denn heute zu Benedikt Todt und auch dem, was ihm vorgeworfen wird und diesem Urteil? Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass er unschuldig ist. Mhm. Also das eine ist, dass ich es ihm natürlich nicht zutraue, dass ich weiß, was er für ein Mensch ist und dass es keinen Sinn gemacht hätte in seiner Lebenssituation, auch in seiner emotionalen Situation, das zu tun. Mhm. Und dann kommen natürlich die ganzen Fakten dazu, warum ich nicht glaube, dass er es getan haben kann, beziehungsweise warum die Geschichte, die ihm angedichtet wird, so nicht stimmen kann. Insofern ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein krasser Schock, als du das erste Mal davon gehört hast, was passiert sein soll, oder? Für mich war es so, naja, das ist der naheliegendste, den man jetzt verhaften könnte, also mach mal das mal. Und jetzt wird sich dann die nächsten Tage und Wochen rausstellen, dass er das nicht war. Das war mein Gedanke. Und dann mit der Zeit habe ich erst gemerkt, nee, die sind hier nicht auf dem Trip, ihn da wieder rauszulassen, um festzustellen, dass es nicht war, sondern die... Also Leute, normalerweise sind die nie auf dem Trip, jemanden zu verhaften und dann wieder rauszulassen. Wenn die euch verhaften oder jemanden verhaften, dann wollen die den verurteilen. Kann man auch wieder mal an euch stellen. Ich habe auch selber darüber nachgedacht, natürlich. Meine Gedanken sind ein bisschen anders geprägt, dadurch, dass ich so viel mit Kriminellen früher zu tun hatte. Aber wem in eurem Umfeld würdet ihr denn einen Mord zutrauen? Und wenn jemand verhaftet würde, was
wie würdet ihr versuchen zu entscheiden, ob derjenige schuldig ist oder nicht? Es ist sehr, sehr schwierig. Ich bewundere diese Freundschaft dafür irgendwie, für diesen Zusammenhalt. Ich meine, seit 14 Jahren gegen das Gerichtsurteil, gegen manche Beweise, glaubt er seinem Freund. Übrigens habe ich selber eine persönliche Meinung dazu. Ich habe eine Idee, wie es gewesen sein könnte. Ich werde meine Meinung auch noch sagen am Ende des Ganzen. Unser aller Meinung spielt aber erstmal keine Rolle, denn das Gericht hat ihn verurteilt, wie wir am Anfang gehört haben. Stellen mit jedem Tag umso mehr fest, dass das war. Es hat tatsächlich geklappt. Ich bin gerade auf dem Weg in die JVA zu Benedikt Todd. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen angespannt und aufgeregt, weil ich noch nie in einem Gefängnis war und auch noch nie einem verurteilten Mörder gegenüber gesessen habe. Ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, dass man in Deutschland unschuldig im Knast sitzt, so lange. Aber ich... Ich habe mir fest vorgenommen, eigentlich nicht über die Reporter zu schimpfen oder über das Format und so, weil ich bin sehr dankbar, dass ich euer Format ja benutzen kann. Aber wie, du kannst dir nicht vorstellen, dass jemand unschuldig sitzt. Wenn du so eine Aussage machst, du kannst dir nicht vorstellen, jemand sitzt unschuldig. Also kannst du dir aber vorstellen, dass ein Richter nie einen Fehler macht. Du kannst dir also vorstellen, dass ein System, in dem Menschen arbeiten, als Staatsanwälte, als Richter, als Anwälte, dass die alle immer fehlerlos arbeiten. Und dann tut's mir leid, dann bist du blauäugig. Jeder, der das glaubt, dass der Staat keinen Fehler macht in seinen Urteilen, entweder vergisst er, dass es Menschen sind, die Urteile sprechen, oder er ist wirklich sehr, sehr naiv. Aber ich glaube, ich muss mich da heute einfach mal drauf einlassen, auf diesen Gedanken, und mir das aus seiner Sicht erzählen lassen. Und ich bin total gespannt, was es generell mit Menschen macht, wenn sie so lange im Knast sitzen. Ja, das Gefängnis hat uns verboten, mit der Kamera drinnen zu filmen. Wir haben alles probiert, aber ich darf Tonaufnahmen machen und das Gespräch aufzeichnen. Und deswegen habe ich mein Mikro eingepackt. Oh Gott! So, jetzt haben wir es mal geschafft. Jetzt haben wir einen verschwitzten Maximilian und jetzt sind wir in meinem Zuhause für die längste Zeit meiner Haftdauer. Also 7,5 Jahre ungefähr war ich dort. In der JVA Straubing in Niederbayern. Deswegen sind die auch so lange gefahren, weil das ist, ne, das ist weit weg von allem. Man spricht dort einen eigenen Dialekt, man belächelt die Regierung in München, über die sagt man, das sind die Mingener Büffi, also die Münchner Büffel oder so. Die haben ihnen nichts zu sagen, dort ist eigene Gesetze. Vergleichbar für mich von der Emotion her am besten, wie man sich Texas, so einen harten Teil, einen ganz konservativen Teil von Texas vorstellt. Hier sehen wir einen der Türme, die sind an allen Ecken, die sind an den Längsseiten auch nochmal. Ich habe schon oft darüber gesprochen, diese Türme sind besetzt, bemannt. Da sitzt mindestens ein Beamter drin, 24 Stunden am Tag. Dieser Beamte hat ein Gewehr. Im Fall eines Ausbruchs gehen diese kleinen Klappen auf. Die blauen, die dunkelblauen Klappen. Hieraus wird er den Gewehrlauf richten. Und im Rahmen kann er überall hinschießen. Die Fenster sind extra nicht auf der ganzen Länge, dass man nicht aus dem Gelände raus auf dem Haupthaus, auf dem Wohnhaus schießen kann. Ihr seht, überall, wo die Fenster sind, sind die Mauern. Das heißt, er kann ein bisschen vor der Mauer, ein bisschen an der Mauer und so ein bisschen nach der Mauer schießen. Und das machen die auch. In meiner Zeit wurde nicht auf jemand geschossen. Vor ich dort ankam, gab es das. Unter anderem wurde jemand in den Hintern geschossen. Der kann bis heute nicht mehr laufen. Ich kenne einen Knast ja eigentlich nur aus Serien oder Filmen, aber... Was auch interessant ist, wir sehen hier diese Mauer. Die hat keinen Stacheldraht oben drauf, die hat nichts oben drauf. Das hier ist das Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe, das wir haben. Ja? Dahinter kommen noch weitere Zäune und Stacheldraht und alles. Das aber ist so die letzte Mauer. Und ich finde, die sieht so krass nach Knast aus. Dieses Graue, wie es runterläuft, wie es einfach, wenn ihr da davor steht, die wirkt unüberwindbar. Knast ja eigentlich nur aus Serien oder Filmen, aber genau so, mit so riesigen Mauern stellt man sich einen Knast vor, ja. Ich bin gespannt, wie er so für mich rüberkommt und mir so mein eigenes Bild zu machen. So, hier ist der Haupteingang. Diesen Platz
sieht ein Gefangener in der JVA Straubing eigentlich nie. Nur bei der Entlassung. Da geht er dann raus. Rein kommt man durch andere Tore. Hier ist der Besuchereingang und auch der Eingang für die Bediensteten. Außerdem kommen hier Leute rein, die zum Beispiel Ausgänge haben. Ich hatte am Ende in der JVA Straubing selber Ausgänge. So. Da bin ich hier rein, wenn ich nach einem Wochenende wieder kam. Kurz den Weg, den er jetzt geht. Er geht jetzt rein, dann geht er in den Keller. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau ich es beschreiben darf, bevor die mich verklagen. Aber dann geht man in den Keller und dann muss man... Die JVA Straubing ist eine der wenigen Anstalten, die einen Besuchsraum unterirdisch angelegt haben. Die haben den nicht irgendwie jetzt so in einem normalen Raum, sondern der ist unter der Erde. Das heißt, der geht runter in den Keller oder fährt mit dem Aufzug runter und dann ist ein fensterloser Raum, der eine ganz unangenehme Ausstrahlung hat. Einer der Gründe, warum das Ding unter der Erde ist, im Falle einer Geiselnahme, drehen die einfach das Licht ab. Was jetzt? Ihr habt sicher keine Taschenlampe. Was jetzt? Und danach kann so ein Einsatzkommando super gut mit Nachtsichtgeräten reinläufen und euch alle wegräumen. Also dort wird eine Geiselnahme sehr unwahrscheinlich sein. So, jetzt habe ich mir die Hände kurz desinfiziert. So, hallo. Frank Seibert für Benedikt Todd. Ich habe ein Handy dabei. Ich habe hier noch ein Aufnahmegerät. Frank Seibert. Ja, ja, alles klar. Da lang. Direkt hier runter. Okay, jetzt gehe ich hier so einen Gang runter. Alles gefliest. Okay, jetzt muss ich ziehen. An einer schweren Stahltür. Ich bin jetzt doch ein bisschen aufgeregt, ihm gleich gegenüber zu sitzen. Hallo. Scheint richtig zu sein. Ja. Na, Todd. Auch noch mal die andere Seite. Für Benedikt ist es jetzt so gelaufen. Der saß auf Zelle, der wusste, über Brief wurde ja der Termin ausgemacht. Der wusste, was weiß ich, Donnerstag, den Blablabla, um 14 Uhr oder um 15 oder um 13 Uhr ist der Besuch. Das heißt, er sitzt dann auf Zelle, geht nicht in die Arbeit oder so, sondern bleibt auf Zelle sitzen, bis ungefähr dann um 12.45 Uhr, im besten Fall man ihn pünktlich holt. Dann wird er einen Gang entlang gebracht, auch Treppen runter. Er geht ungefähr durch ein halbes Dutzend Stahltüren, kling, pam, 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 in Warteräume, muss sich nackt ausziehen, wird kontrolliert, wird wieder in den nächsten Warteraum gebracht, bis er irgendwann in diesem Besuchsraum ankommt. Okay. Das ist mein Gesprächspartner, dann biete ich immer das Du an, würde ich, ja, würde ich Du sagen. Was sind denn die letzten Dinge, so, an die du dich erinnerst, bevor das passiert ist mit dem Mord, mit deinen Freunden? So, was waren die letzten Erlebnisse? Ja, die letzten Erlebnisse sind, dass wir diesen Frühsommer miteinander verbracht haben. Geplant war für den Samstag nach meiner Verhaftung so eine kleine Radeltour an der Isar entlang. Mhm. Es war halt einfach gut. Wenn ich weise gewesen wäre damals, dann hätte ich da schon eine Demut oder Dankbarkeit gezeigt. Ich sehe, wie Leute neben mir vegetieren nach wenigen Jahren, bereits nach der Hälfte der Zeit, diese hier hocken, keinen Besuch mehr kriegen und das ist traurig. Und die haben dann halt nochmal einen Zwanziger vor sich. Oh Gott, Leute, ach, das ist so Straubing, also seine ganze Art zu sprechen, ich kenne ihn sehr sehr oft mit ihm unterhalten. Ich weiß, seine Intonation, sein Rhythmus, das hat sich eher noch, wir haben uns jetzt 5 Jahre nicht gesehen, es hat sich eher noch intensiviert, seine Art zu sprechen. Das passiert oft in Haft, dass die Leute das, was sie machen, wenn sie irgendwelche Ticks haben oder so, noch verstärken. Aber interessant an dem, was er gerade gesagt hat, war vor allem eins, und zwar, ach, die Leute, ja, ne, wenn sie dann hier schon nach ein paar Jahren keinen Besuch mehr haben, und dann, ne, dann haben sie halt noch einen 20er vor sich, ne? Wir reden von 20 Jahren. Straubing ist ein Ort, in dem die Zeit ad absurdum geführt wird. Es ist nicht mehr so, dass wir als Mensch, ja, wir haben nur so und so viele Jahre. Das bedeutet denen nichts. 20er ist der Begriff für 20 Jahre. Rund ist der Begriff für lebenslänglich. Man redet so. Als ich damals kam,
kam ich aus Stadelheim und jeder hat mich immer bemitleidet in Stadelheim für dieses, boah, du kriegst so viel Knast. Und als ich dann mein Urteil hatte, boah, 13 Jahre, boah, ey, Digga, Mann, ist ja krass und so. Und dann kam ich nach Straubing und jedem, den ich gesagt habe, ja, wie viel hast du? Ja, ich habe 13. Oh, gut, Mann. 13. Das ist gut dort. Natürlich gibt es so Leute, ich sage jetzt keine Namen, aber wir haben auch im Internet gibt es ein paar Leute, die selbst in Straubing waren, die dann halt auch aus einem Ort dort in der Gegend kommen. Die kommen dorthin und die haben auch mal nur ein paar Jahre, also 4, 5. Aber der überwiegende Mehranteil an Insassen in Straubing findet 13 Jahre ist eine gute Zahl. Ne? Kann man sitzen, kann man mal machen. Zum Beispiel der hier hat lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Mindestens 25 Jahre. Und nach 25 Jahren darf er das erste Mal fragen, ob er entlassen werden kann. Und vielleicht eins noch fürs Feeling dieses ganzen Falls. Die werden das ablehnen. Eine der Voraussetzungen, um als lebenslänglicher entlassen zu werden, ist ein Schuldeingeständnis. Wenn er nicht über seine Lippen bringt, ja, ich habe meine Tante umgebracht, dann Therapiesitzungen macht und diese Tat, ob er sie begangen hat oder nicht, aufarbeitet, wird man ihn niemals, niemals entlassen. Das heißt, ihr hört gerade die Stimme eines Menschen, der das Gefängnis nie verlassen wird. Deswegen ist auch egal, was ich denke, ob er schuldig ist oder nicht. Die lassen den nie raus. Also ich weiß um meine Ausnahmeposition und ich bin dankbar drum, gar keine Frage. Die Wichtigsten sind ja geblieben und es kommt ja immer auf die Wichtigsten drauf an. Ich habe Benedikt Todd nicht als so emotional wahrgenommen, wenn er über die Vergangenheit gesprochen hat. Aber sobald es um seine Freunde ging, habe ich schon gespürt, dass er ziemlich dankbar ist für seine Freunde, aber auch dafür, dass sie nach all der Zeit immer noch so zu ihm stehen. Als ihr gemerkt habt, dass es auf jeden Fall zu einem Prozess kommt, wie war denn dein Gefühl diesem Prozess gegenüber? Das war hauptsächlich Hoffnung und immer noch der feste Glaube dran, dass das Richtige rauskommen wird. War für dich klar, du willst bei diesem Prozess anwesend sein, du willst das alles mitverfolgen? Ja, aber da ging es mir weniger um die, dass ich das mitbekomme, was da passiert, sondern dass der Benze, eben mein sehr guter Freund, da drin jemand braucht, der ihm zeigt, dass er nicht allein ist. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir immer da sind und sind auch am Anfang immer aufgestanden für ihn, wenn er den Saal betreten hat, nicht wenn der Richter den Saal betreten hat. Wurden dafür auch regelmäßig ausgelacht von den anderen Prozessbeobachtern. Wie viel hat dir denn diese Unterstützung bedeutet in dieser... Zur Erklärung zu dem, was er gerade gesagt hat, in deutschen Gerichten gibt es die Verpflichtung, aufzustehen, wenn der Richter den Saal betritt. Für mich war das auch immer was ganz was Seltsames. Wo sind wir denn? Bist du ein König? Seid ihr Könige? Seid ihr Götter? Jeder hier drin muss aufstehen, weil ihr reinkommt? Etwas, das ich ablehne. Ich habe es gemacht, natürlich, weil du kriegst eine Verwarnung. Es gibt super sinnlosen Streit. Aber ich fand das immer schwierig. Ich verstehe nicht genau, warum man das macht. Man kann sich begrüßen oder so, aber jeder drin muss aufstehen. Wo sind wir denn? Gut, ist so. Seine Freunde, sein Team sozusagen, hat dann sich dagegen entschieden, aufzustehen, wenn der Richter reinkommt, und ist aufgestanden, wenn der Angeklagte reinkommt. Sehe ich auch wieder bedenklich auf der anderen Seite, weil ich weiß nicht, ob ihr dem Angeklagten damit helft. Die Stimmung in diesem Gerichtssaal war sehr, sehr aggressiv und pro Angeklagter. Das bringt den Richter in eine ganz schwierige Situation. Diese Leute sind nämlich gewöhnt, dass Leute aufstehen, wenn sie reinkommen, dass jeder auf ihr Wort hört, dass jeder ihr Urteil respektiert. Und dadurch, dass sein Team so feindselig war, ich glaube nicht, dass das dem Prozess geholfen hat. Habe ich damals schon nicht gedacht. Ich fand es damals schon, spielt nicht mit der Justiz auf diese Art. Die haben keinen Humor. In der Zeit, in der nicht, also noch vor dem Urteil. Viel. Ich möchte nicht sagen alles, weil letztendlich bist du ja zurückgeworfen auf dich selber. Wenn du jetzt eingesperrt bist in so einem kleinen Raum und da bist du auch in Stadelheim auf 8 Quadratmetern, nichts ist drin, ein Britsche-Stuhl und dann hast du halt erst einmal gar nichts. Und mittlerweile kann ich das. Aber wenn du aus dem Leben kommst
dann ist so etwas natürlich eine hochgradige Strafe und psychisch ist das eine Folter. Ja. Und wenn dann keiner da ist, dann wird der Ozean ungemütlich. In der Situation habe ich mich gefragt, vielleicht wieder Benedikt Todd nochmal, ein hochintelligenter Mann, selbst, und das war eins meiner großen Probleme, die ich mit ihm hatte, selbst Jurastudent gewesen. Ich war zu dieser Zeit Hardcore-Krimineller. Er war Teil meines Feindbilds. Sohn aus gutem Hause, Jurastudent, du willst selber Jura studieren. Was willst du denn werden? Willst du Richter, Anwalt, Staatsanwalt? Was möchtest du denn gerne? Übrigens, alles, was ich hier sage, ist eine Meinung. Ja? Mir braucht keiner mich festlegen. Das ist alles meine Meinung. Ich sage das, weil ich glaube, es könnte so sein. Ich habe das kein Gesetz. Ja? Wir haben immer gesagt, Schwarzwähler, also CSU-Wähler, engagiert, glaube ich, auch so ein bisschen gewesen in seiner Jugend, so als Konservativer. Und damit war er Teil meines Feindbilds. Das Problem, das ich in Bayern sehe, ist die Übermacht der CSU und der zu stark ausgerüsteten Juristen. Und er wollte einer davon sein. Deswegen ist es noch umso dramatischer, dass man ihn... Wie wäre das denn eigentlich bei mir? Wenn ich seit Monaten in Untersuchungshaft sitze, wer würde mich besuchen kommen, wer würde mir glauben? Frag mich das. Und auch andersrum, wie würde ich mich in der Situation verhalten? Ein Jahr nach dem Mord beginnt die Hauptverhandlung am Landgericht München. Und dann kommt er halt wirklich rein und hat auf einmal lange Haare und... Und hier bin ich jetzt in Stahlheim auch. Also ein Jahr nach dem Mord, 2007, beginnt die Hauptverhandlung und das habe ich komplett mitbekommen. Und es gab so große, diese High-Profile-Cases, da kennt jeder die Angeklagten, das weiß man. Also ob das der Mooshammer-Mörder ist oder eben Benedikt Todd oder die U-Bahn-Schläge oder so, wenn die dann den ganzen Tag in der Zeitung sind, dann siehst du den halt, ne? Und dann kennst du ihn. Und da haben wir uns noch das erste Mal unterhalten. Und hat irgendwie 15 oder 20 Kilo weniger. So, lange Haare, hat sich also die Haare wachsen lassen. Hier sah er dann aber auch nochmal fresh aus, das war am Anfang der Verhandlung. Hat jetzt schon 15 Kilo abgenommen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wie man es aus den Filmen kennt oder aus den Serien kennt, dass jetzt der Mörder da reingeführt wird. Und das hat aber nicht besonders lang gedauert. Und dann habe ich ihn gesehen und wir haben uns vielleicht auch kurz unsere Blicke erwischt. Und dann war es wieder so, wie wenn halt jetzt wir uns wirklich wieder die Beziehung zueinander in dem Moment man spürt. Prinzipiell ist ja ein Gericht dafür da, um einen Mörder dann auch zu verurteilen. So. Und das ist ja erstmal nichts Falsches, dass jemand vor Gericht steht, um herauszufinden, ob er der Mörder ist. Ne? Genau, das wäre auch überhaupt nicht falsch und da bin ich auch voll dafür, wenn man versucht, es herauszufinden. Mhm. Mir kam es so vor, als ging es hier nicht darum, es rauszufinden, ob es ist, sondern zu bestätigen, dass es ist. Mhm. Alles, was... Ach Leute... Ich war bei vielen Gerichtsverhandlungen. Ich will auch jetzt nicht nur ich immer schimpfen müssen. Wir sind hier bei einem Urteil, der sehr umstritten ist. Deswegen kann ich das, glaube ich, in dem Zusammenhang schon machen. Ich hatte absolut nicht das Gefühl, als sollte bei der Gerichtsverhandlung rausgefunden werden, wer der Täter ist. Sondern es ging einzig und allein darum, rauszufinden, dass oder zu bestätigen, was man glaubte, nämlich dass Benedikt der Täter ist. Alles, was für ihn gesprochen hätte, wurde sofort vom Tisch gewischt. Gab es denn konkrete Punkte, konkrete Indizien, zu denen du ihn gern mal befragt hättest? Ja, und zwar natürlich das Hauptmotiv, dass er sein Studium schon lange nicht mehr ausgeführt hat. Mhm. Und das niemandem gesagt hat. Der Täter muss in Rage gewesen sein. Hinter dieser Tür schlägt er, laut Rechtsmedizin, mit einem Gegenstand vermutlich 25 Mal auf ihren Kopf ein. Die Ermittlungsbehörden sind davon ausgegangen, dass der Angeklagte heimtückisch und aus Habgier gehandelt hat. Dem Angeklagten ging es darum, sein Erbe zu erhalten. Der Angeklagte hat seiner ganzen Familie und seinem Freundeskreis und auch seiner Tante vorgespiegelt, dass er kurz vorm zweiten Examen steht. Es war seiner Tante ja wahnsinnig wichtig. Also das hätte ich gern von ihm mal von Angesicht zu Angesicht ihm die Frage gestellt, Benze, was hast du dir dabei gedacht?
Und du wusstest ja auch nichts davon, ne? Niemand, auch seine Frau, seine Freundin, also seine Verlobte, wusste auch nichts davon. Mhm. Und es hätte sich auch niemand was daraus gemacht, es ist allen völlig egal. Umso mehr ist die Frage, warum sagst du sowas nicht? Weil es ist ja schon ein Punkt, wo man sich dann wahrscheinlich irgendwann fragt, okay, da war er nicht aufrichtig zu mir, gab es noch andere Dinge, die er mir nicht gesagt hat? Genau, die Geschichte ist ganz wichtig. Die Staatsanwaltschaft hat daraus ein Motiv für den Mord gemacht. Man hat gesagt, hey, du hast dein Jurastudium abgebrochen und es war so schlimm, offensichtlich, dass du es niemandem gesagt hast. Weder deiner Freundin noch deinen besten Freunden und auch nicht deiner Tante. Als deine Tante dann rausgefunden hat, dass du dein Jurastudium abgebrochen hast, wollte sie dir den Geldhahn zudrehen und dafür hast du sie umgebracht. Und der Beweis dafür ist, dass du es niemandem erzählt hast. Du bist ja offensichtlich so ein schlechter Mensch, dass du alle belügst. Also bist du auch des Mordes fähig. Und diese Verknüpfung, der Reporter hat es gerade im Kopf gemacht. So, ja, wenn er da gelogen hat, puh, dann könnte er auch woanders und so. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist mir super unangenehm, zu jemandem zu sagen, dass ich mein Studium abgebrochen habe und ich will es für mich behalten und ich möchte es noch niemandem sagen. Und das andere ist, ich töte meine Tante, um an ihr Geld zu kommen. Zwei Dinge, die nicht unbedingt vereinbar sind. Also das eine bedingt das andere nicht, Leute. Genau, der Gedanke drängt sich natürlich dann auf und so wird es ja dann auch dargestellt und sagt, er ist grundsätzlich ein unehrlicher Typ. Also ich hätte auch noch eine Stelle im Film, die ich dir gerne zeigen würde. Das finde ich ein sehr interessantes Beispiel dafür, weil wir ja von Schuld reden. Ich bin natürlich von der Täterschaft des Angeklagten überzeugt. Hätte der Angeklagte sich anders eingelassen, hätte ich vielleicht auch zu einer anderen Überzeugung gelangt. Hätte er sich eingelassen, wäre ich vielleicht zu einem anderen Strafmaß gelangt. Unter Umständen zu einer anderen Tat, selbst wenn es noch ein Tötungsdelikt gewesen wäre. Was meint der Staatsanwalt? Er sagt es. Also er meint damit, wenn der Benze zugegeben hätte, dass das war, also wenn er ein Geständnis abgeliefert hätte, dann hätte er ihm ein anderes Strafmaß bzw. eine andere Straftat gegeben. Aber das ist in der Justiz ja häufig so, dass wenn jemand ein Schuldeingeständnis so vollumfänglich macht, ne, dass man dann einfach sagt, okay, derjenige sieht es ein, dass er einen Fehler gemacht hat, er gibt es zu. Ja, aber die Tat bleibt die gleiche. Und ich, wenn jemand aus diesen Gedanken raus, wie es dargestellt wird, dass er Geldsorgen hatte, dass er Angst hatte, enterbt zu werden und so weiter, dann diesen Mord begeht, dann hat er es aus diesen Gründen getan. Und dann muss ich ihn auch so verurteilen. Das sehe ich so. Aber ich kann nicht sagen, jetzt gibst du es zu und dann war es nicht so schlimm. Ich verstehe den Freund, ich verstehe, was er sagt. Ich weiß auch seine Emotionalität und die Seite. Der andere hat wieder daneben gelangt. Es geht hier um eine Sache. Den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Was der Staatsanwalt gemeint hat, indem er gesagt hat, was ich eigentlich eine Frechheit finde, das zu sagen vor einer Kamera. Ich kann mir das nicht erklären. Wahrscheinlich schneiden die uns das raus, weil der hat bestimmt mittlerweile dagegen geklagt, dass es alle sehen. Er sagt ganz offen, hätte Benedikt Torck zugegeben, dass das war, wären wir zu einem anderen Urteil und zu einer anderen Tat gekommen. Bedeutet nicht Mord, sondern Totschlag. Und das ist was ich euch hier als Insider, der den Fall damals begleitet hat, Benedikt damals gekannt hat, sagen kann. Es gab von Seiten des Gerichts ein Angebot für einen Deal, das besagte, gib es zu, du bekommst 7,5 Jahre für Totschlag. Das ist dann so zwischen 7,5 und 9 oder so, hätte er 7,5 im besten Fall, hätte nach 4,5, 5 Jahren wäre er raus gewesen. Und jeder Gangster hat damals gesagt, ey, bist du blöd, nimm das, super. Aber er hat gesagt, ich war's nicht. Und jeder Gangster hat gesagt, egal ob du es warst, jetzt musst du es zugeben, sonst bist du dran. Und er meinte, nein, das hier ist ein Rechtsstaat, ich bin unschuldig, ich werde nie eine Tat zugeben, die ich nicht begangen habe. Okay, du willst also lebenslänglich? Nein, ich werde... Was ist passiert? 25 Jahre haben sie ihm gegeben, Minimum. Nur weil er diesen Deal nicht angenommen hat. Und so funktioniert es leider, Leute. Die Frage, ob Schuld oder Unschuld, stellt sich an der Stelle überhaupt gar nicht. Es stellt sich nur die Frage, willst du dich mit uns anlegen oder nicht? Und der Freund übersieht da so ein bisschen, der bedeutet darauf hin, dass wenn man glaubt, dass es Mord war,
dann muss man ihn als Mörder verurteilen, selbst wenn er es zugibt. Der Deal ist also schmutzig, da hat er recht. Da hat er recht. Weil wenn die sagen, wir glauben, sie sind ein Mörder, sie haben ihn aus Habgier, um ein Mörder zu sein, es gibt Mordmotive, Habgier, Heimtücke, Vertuschung einer Straftat, irgendwo, es gibt viele. Die müssen erfüllt sein, damit du lebenslänglich bekommen kannst. Eins davon muss mindestens passen. Bei Totschlag darf keins davon passen. Und wenn das Gericht bereit ist, das eine zu sagen, wenn du es zugibst, dann kannst du dich eigentlich nicht fürs andere verurteilen, wenn du es nicht zugibst. Das ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit. Alles oder nichts. Hat halt auch unser Leben, also ich meine nicht nur Benzes und meins, sondern unser aller Leben halt jetzt so in der Hand gehabt, diese Sache. Und morgen ist es so, entweder sie gibt uns frei oder sie macht uns kaputt. Ich erwarte, dass wir hier in ein paar Minuten einen Freispruch haben. Das heißt, es kann sich jetzt nur noch um halbe Stunde drehen, dann werden wir es wissen. Richtig bedrückend, ne? Man, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was gleich passiert, und es ist auf jeden Fall so oder so irgendwie eine lebensverändernde Entscheidung. So. Furchtbar. Das ist auch damals abgelaufen wie so ein schlechter Film. Wie ist denn das Urteil ausgefallen? Er wurde dann verurteilt zu lebenslanger, also als Mörder seiner Tante, zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Es war furchtbar. Also dieses, wenn du gesagt hast, jetzt verändert sich das Leben aus der Position raus, aus dem, was wir die letzten 2 Jahre gemacht haben, hat sich in dieser Sekunde dann das geändert. Unfassbare Ohnmacht und Hilflosigkeit. Grausam ist das! Grausam ist das! Ich bin mit dem Benedikt Todt nicht befreundet. Wir haben uns verstanden und es kam zu einem Streit, den werde ich dann noch kurz erzählen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, um das, wenn wir jetzt auch die Bilder sehen, seine Freundin, die halt irgendwie bis zu diesem Moment, weil die Leute keine Erfahrung hatten mit der Justiz. Die waren alle anständige Bürger, keiner war vorbestraft, keiner war schon mit 14 das erste Mal eingesperrt oder so. Nein, alle irgendwie, ja. Das wird schon laufen, das wird schon laufen. Deswegen waren die alle so enttäuscht. Keiner in Stadelheim von den Gangstern war enttäuscht oder überrascht. Wir wussten es alle. Was denkst du denn? Die machen 2 Jahre den Mordprozess, sagen in der Zeitung, du bist schuldig und dann geben sie dir einen Freispruch? Die werden dich killen. Auf jeden Fall gehst du rein. Und so diese Entrüstung bei den Leuten dann zu sehen, die sich das nicht vorstellen konnten, ist schon jetzt auch irgendwie gerade... Puh. Schon auch so heftig sich das... Ja, ist immer noch nicht ganz einfach. Mhm. Das glaube ich, weil im Gefühl ist es ja so ein bisschen, als hätte man jemanden verloren, oder? Ja, in dem Moment auf jeden Fall. Hat auch Wahnsinn, sich vorzustellen, wir hatten uns noch als Gruppe. Mhm. Aber der wurde von fremden Menschen genommen und alleine weggebracht. Mhm. Was für ein furchtbarer Vorgang. Wie war denn dieser Moment der Urteilsverkündung? Also ich kann mich erinnern, also man verzeihe mir, wenn es nicht 100% ist, aber ich behaupte, das ist jetzt ein wörtliches Zitat, weil das hat sich festgehangen bei mir im Kopf. Am Tattag kamen sie zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt mit einem nicht genau feststellbaren Verkehrsmittel an den Tatort um. Da habe ich gesagt, geht's noch? Da wollen wir noch mehr Konjunktive, noch mehr Irreales. Da geben wir, ihr habt keine Ahnung. Oder was ist denn hier los? Sie kamen irgendwann irgendwie und haben irgendwas gemacht und sind dann irgendwie gegangen. Geht's noch? Wie war denn deine erste Nacht in Haft? Original, einer meiner Anklagepunkte. Unbekannter Zeitpunkt, unbekannter Kurier, eine unbekannte Menge an einem unbekannten Ort übergeben. 9 Jahre oder so gekriegt. Mein Anwalt war damals so, hat den Staatsanwalt angeschrien, hat gesagt, wie kann ich das verteidigen? Wie kann ich verteidigen, wenn es eine unbekannte Menge an einem unbekannten Ort von einem unbekannten Kurier war? Was soll ich jetzt dazu sagen? Wir wissen nicht, ob wir es waren. Das ist ganz normales Vorgehen. Leute, das ist ganz normales Vorgehen vor Gericht.
Solche Erklärungen. Nach der Verurteilung ist mir ein erfahrener Mithäftling reingelegt worden, beziehungsweise mir haben eine Doppelzelle bezogen. Also es wird gemeinhin gemacht, um einen Suizid auszuschließen. Und es war jetzt nicht so dunkel und verzweifelt, wie ich gedacht oder wie ich hätte denken können. Ich habe gar nichts gedacht. Nein, ich war eigentlich wieder, ich war ja im Kampfmodus. Ich habe Benedikt Todd als jemanden wahrgenommen, der sich auch wehren will. Ein bisschen ist das vielleicht auch seine Strategie oder seinen Weg, damit klarzukommen, damit umzugehen, um eben nicht an dieser Haftstrafe zu zerbrechen. Wie geht man denn mit sowas um, mit so einem Urteil? Das ist schwer, man muss es ja, also ich musste irgendwann akzeptieren, dass es jetzt so ist. Mhm. Dass es so bleibt, haben wir erstmal ja nicht akzeptiert. Deswegen haben wir ja danach auch die Bürgerinitiative eben gegründet und gesagt, wir müssen versuchen, daran was zu ändern. Ja. Was uns leider nicht gelungen ist, auch den Anwälten nicht, mit zig Wiederaufnahmeanträgen, mit neuen Erkenntnissen, mit Revisionen und sonst was, hat ja alles nichts gebracht. Es bleibt die Wut und die Ohnmacht und die Hilflosigkeit. Und hast du so? Das ist auch einer der Gründe, warum ich heute was dazu sage. Ich hätte schon länger was dazu sagen können. Ich habe es nicht gemacht, weil es Wiederaufnahmeverfahren liefen, alle möglichen Versuche vom Bundesgerichtshof zum Europäischen Gerichtshof, und die sind mittlerweile alle gescheitert. Es gibt im Grunde keine Hoffnung mehr. Die Chance auf ein Wiederaufnahmeverfahren in so einer Situation, natürlich gibt es die theoretisch immer, aber die einzige Chance ist, dass einer kommt, sagt, ich war der Täter, hier ist meine DNA vom Tatort, wie wir später hören können, wäre das möglich. Und dann ist auch egal, was ich heute sage. Aber die Chance dafür ist sehr, sehr, sehr gering. Rechtlich hat er alle Mittel ausgeschöpft. Ich weiß noch, dass das Besondere an dem Fall für mich war, oder auch was mich glauben hat machen lassen, dass er unschuldig ist, die ersten Jahre. Die Tatsache war, wie sehr er sich gewehrt hat. Ich habe das schon öfter gesagt, wenn ihr einen Schuldigen und einen Unschuldigen einsperrt und ihr wisst nicht, welcher ist, dann schaut nur, welcher zuerst schläft. Der zuerst Ruhe gibt, der ist schuldig. Das liegt daran, dass wenn ihr schuldig seid und ihr kommt in eine Zelle, dann wisst ihr, warum ihr da seid. Das fühlt sich irgendwie so, okay, es war Mist, aber es fühlt sich, ja, ich weiß, was ich getan habe. Ich kann mich auch hinlegen, ich kann schlafen, ändert nichts. Wenn ihr unschuldig seid, dann macht euch das wahnsinnig. Ihr könnt keine Ruhe geben, weil es fühlt sich so falsch an. Und ihr werdet schreien und toben und kämpfen und verzweifeln und nicht aufhören. Und in diesen 2 Jahren Urhaft oder was, wie lange es war bei ihm, hat er alles gemacht. Der hat gebissen, geschrien, um sich geschlagen, im emotionalen Sinne. Der hat einen Hungerstreik gemacht damals, der hat 40 Tage lang nichts gegessen. Wer macht denn das, wenn er schuldig ist? Oder willst du uns einfach nur... Ich war immer hin und her gerissen, aber hatte ich ihm geglaubt. Lass uns mal noch ein bisschen weiter gucken. Und für dich so einen ganz persönlichen Umgang damit gefunden? Ja, das geht natürlich als Musiker immer ganz gut. Habe ja auch ein Lied für ihn geschrieben. Weil was zum Song hast du uns schon hören, mach dich bereit. Fürs Leben, es ist keine Zeit, um aufzugeben, hör bloß nicht auf. Hast du manchmal die Sorge, dass er irgendwie aufgeben könnte, was auch immer das bedeutet? Aber es war nur zweimal so, dass wir uns Sorgen gemacht haben und gesagt haben, da müssen wir jetzt wirklich schnell hin und schauen, ob es ihm gut geht oder wie es ihm geht. Man hört ja auch von Selbstmorden im Gefängnis und so, gerade wenn jemand so verzweifelt irgendwo sitzt. Da waren wir uns dann unsicher, auch im Freundeskreis, wie das jetzt weitergeht. Ansonsten war er immer voller Kampfgeist. Wann hast du denn realisiert, dass du richtig, richtig lange nicht mehr in Freiheit leben kannst? Also wo ich mal zwischenzeitlich aufgegeben habe, das war nach der Zurückweisung meines ersten Wiederaufnahmeantrags. Das war 2014. Und ich habe gesehen, es ist wirklich, es hat keinerlei Bedeutung und sie wischen es weg. 2014 war das letzte Jahr, wo ich mit ihm zusammen war. Und ich erinnere mich sogar an eine Verhaltensänderung bei ihm.
interessant, das ist jetzt, ich wusste nicht, dass das Wiederaufnahmeverfahren damals war. Und zwar hat sowieso eine Veränderung bei ihm stattgefunden. Ihr müsst überlegen, vom CSU-Wähler und Jurastudenten wurde er zum hauptberuflichen Gefangenen. Der Benedikt ist ein sehr unbequemer Gefangener gewesen. Der hat Arbeit verweigert. In bayerischen Gefängnissen besteht Arbeitspflicht. Eigentlich muss jeder arbeiten. Leute wie ich verweigern sowieso. Ne? Ja, die wollen mich aber auch nicht haben. Ne? Die sagen nicht, komm bei uns in die Schreinerei, weil ich habe nie was gemacht in meinem Leben. Aber Leute wie der Benedikt normalerweise gehen in die Arbeit. Und seine Verweigerung ist auch wieder so ein starkes Symbol. Also ich arbeite nicht für euch, ich arbeite nicht mit euch, ich bin unrechtmäßig hier. Das hat er immer gemacht. Und für das, dass er eigentlich so ein gerader Typ wäre, der dort von den Beamten geliebt worden wäre, die haben den nicht gemocht, weil er so schwierig war. Da hat er sich eigentlich meinen Respekt so über die Zeit verdient. Und vielleicht jetzt gleich ist die Stelle zu sagen, warum wir keinen Kontakt mehr hatten. Es gab eine Situation, wir sind über die Jahre so ein bisschen familiar geworden. Guten Tag, ey, alles klar bei dir, komm mal her, umarm kurz und so. Und er war befreundet mit einem guten Freund von mir, der früherer Münchner Hooligan und der einfach so True Crime sich interessiert und er hat der Fall sehr interessiert. Und deswegen hatte ich auch Kontakt mit ihm. Und eines Tages stand ich da mit der Gang halt und er kam so von der Seite und klopft mir so hart auf den Rücken. Ich habe kein Urteil an, so ohne Urteil. So, na, hast du heute schon gepumpt, oder? Siehst du ein wenig schmal aus? Und ich hatte einen schlechten Tag. Habe ihm gesagt, wenn du mich noch einmal anfasst, dann klatsche ich dir die Schädel ein, so, ne, irgend sowas. Und jetzt verpiss dich. Und red mich nie wieder an halt. Und es war so, ich habe einfach Jahre der kleinen Beziehung kaputt gemacht mit einem Satz, so, in dem ich wütend war, weil er für mich. Ich habe das nie rausgekriegt. Du bist ein Jurastudent, Mann. Und jetzt werd nicht brüderlich mit mir. Das war ungefähr, ich würde sagen, 2013. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich eigentlich schon auf meinem Änderungsprozess war. Aber es gab so Momente, wo das einfach rauskam. Und da kam viel zusammen. Heute, wenn ich darüber nachdenke, weiß ich genau, was es war. Ich stand mit den Jungs da. Ich wollte mich nicht vor anderen Leuten so, was tust du mich hier so abwerten. Das hat mich immer gestört, wenn Leute mich angesprochen haben, auf, trainierst du noch, pumpst du noch, so dieses komisch joviale von oben herab. Und ich habe ihn an seinen Platz mitten im Hof gedrückt. Ich fühle mich nicht gut deswegen. Und ich habe Jahre, bevor ich mit YouTube jetzt angefangen habe, hatte ich ihm schon einen Brief geschrieben. Also ungefähr 2 Jahre nach meiner Entlassung, als ich mit dem Verein langsam angefangen habe und mit der Jugendarbeit, und habe ihm geschrieben, ich so, tut mir leid wegen unserer letzten Auseinandersetzung. Wenn du willst, würde ich mich engagieren. Ich würde versuchen, dir zu helfen. Wenn du irgendwas brauchst, Briefmarken oder irgendwie Hilfe. Darauf kam nie eine Antwort. Ich gehe davon aus, dass er den Brief bekommen hat. Und die Antwort kam nie, weil er ein extrem nachtragender Typ ist. Der konnte das nicht vergessen. Der hat auch ab dann nie wieder mich angeguckt, nie wieder ist er mir in die Quere gekommen. Das wiederum spricht für einen Typen, der sehr wohlfähig ist, so eine Tat zu begehen. Auch da, das ist weit hergeholt, das hat alles mit Gefühl zu tun, mit meinem Verständnis von Menschen. Dazu zu sagen, ja, und dann stehe ich hier auf dem Hof, lebend tot. Eine lebenslange Haft bedeutet in Deutschland, dass man nach 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen kann. Das heißt, ab diesen 15 Jahren hat man eine Chance rauszukommen. Wenn aber, wie bei Benedikt Todt, die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, dann wird am Ende Herr dieser Siebert, Haftzeit geprüft, warum reden Sie, wenn Sie Unsinn reden? Sie sagen den Leuten genau das Unsinn. Das könnte also nach diesen 15 Jahren nochmal 5 oder 10 Jahre sein. Eine feste Obergrenze gibt es da nicht. Mann, Siebert! Unsinn. Und das ist eine Frechheit, Alter. Ihr seid bei Funk. Ich erwarte von euch, dass ihr das richtig sagt. Wie ich den Laptop anschreibe. Das ist falsch. Er sagt, was er sagt, stimmt nicht. Er sagt, 15 Jahre ist lebenslänglich und dann wird danach geprüft werden besondere Schwere. Nein, bei lebenslänglich wird immer, das was er sagt, ist nur lebenslänglich. Immer bei lebenslänglich wird nach 15 Jahren geprüft, ob du entlassen werden kannst. Mein bester Freund sitzt gerade seit 21 Jahren im normalen lebenslänglichen Haft, ist nicht entlassen worden.
Bei lebenslänglich mit besonderer Schwere erhöht sich das auf 25 Jahre. Davor geht gar nichts. Also wieso sagst du was, was so falsch ist? Das, die Leute, das ist so, das ist Bild-Zeitungsniveau. Weil die Leute sagen dann immer so, oh, jetzt hat er seine Tante umgebracht. 15 Jahre, 15 Jahre. Wir werden sehen, wie lange der sitzt, Alter. Das können dann also nach diesen 15 Jahren nochmal 5 oder 10 Jahre sein? Können es nicht. Die Obergrenze gibt es da nicht. Es sind mindestens 25. Mindestens 25. Wir gehen bei lebenslänglich mit besonderer Schwere davon aus, dass er 30, 35 Jahre sitzt. Aber mindestens 25. Das ist ein großer Unterschied. Und das macht mich sehr wütend, wie du siehst. Ist doch auch. Nee, lass mal wieder sperren. Du musst dich bei mir entschuldigen, Mann. Servus, Frank. Ich bin der Dominik. Weißt du, was ich meine? Ey, das ist, diese Lüge macht mich so, dieser Unsinn macht mich so wütend, weil es ist nicht so schwer. Okay, es ist auf den ersten Blick kompliziert, aber ihr habt ein ganzes Format damit verbracht und habt diesen Unterschied nicht hinbekommen? Das eine ist 15, das andere ist 25 so und ihr verwechselt die zwei? Aber wenigstens sagen, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Fehlurteil gibt. Boah, ich bin sauer auf dich. Wenn ich jetzt einmal so offen fragen darf, dann bist du... Also, du würdest nach wie vor behaupten, du bist völlig unschuldig und du sitzt hier auch unschuldig. Nein, nein, nicht würde, das behaupte ich. Nein, kein Konjunktiv. Ich bin vollkommen unschuldig hinsichtlich den Vorwürfen, die mir juristisch gemacht werden und gemacht wurden. Weder in der Ausführung noch in der Planung. Also, ich habe mit dieser Tat nichts zu tun. Würdest du sagen, du hast mit... Wenn ich dich frage, bist du unschuldig, dann sagst du ja und nicht nein, nein. Unschuldig bin ich nicht. Als Mensch bin ich natürlich nicht frei von Schuld. Nur im Sinne der Anklage, im Sinne der mir angedichteten Straftat, da habe ich keinerlei... Digga, sag nein oder ja. Und er hat solche Dinge öfter. Ich kann das jetzt hier sagen, weil, wie gesagt, seine rechtlichen Chancen sind komplett ausgeschöpft. Was ich hier sage, ist nichts als eine Meinung und wird keinen Einfluss darauf haben, ob er jemals rauskommt oder nicht. Es gab Dinge, die nicht rund waren. Er hat immer wieder gesagt, ey, die Strecke hätte ich mit dem Fahrrad in der Zeit fahren sollen. Das ist unmöglich, das kann man menschenmöglich nicht schaffen. Ich kenne mich in München nicht besonders gut aus und so, aber irgendwann waren wir mal mit einem Münchner gestanden. Und er so wieder, ja, das kann man nicht schaffen, die Strecke. Dafür braucht man mindestens 30 Minuten. Ich hätte das in 15 Minuten schaffen sollen. Und dann geht er und mein Freund sagt so, die Strecke fahre ich locker in 15 Minuten. Das war so eine Sache, er hat öfter sowas gemacht. Er hat öfter Dinge gesagt und getan, die für mich keinen Sinn ergeben, wenn du unschuldig bist. Mittlerweile gelernt, mit diesem Schicksal jetzt umzugehen, mit dieser Strafe, mit diesem Haft. Ja. Ja. Ich meine, es schaut halt nicht so aus, als ob ich auf der Gewinnerseite sitze, aber das habe ich gesagt noch am 12.08.2008 im Gericht. Solange ich schnaufe, werde ich dieses Urteil bekämpfen. Ich habe das Gefühl, resigniert hat Benedikt Todt nicht. Der ist nach all der Zeit, obwohl es vielleicht aussichtslos scheint, immer noch so voller Energie. Aber irgendwie ist es auch eine Mischung aus viel Wut und auch Trotz. Was ich bemerkenswert finde, ist ja, dass ihr euch so sicher seid, dass da nichts dran ist. Und gleichzeitig, und du ja auch nochmal gesagt hast, er ist ein ganz ehrlicher Typ und so ganz ehrlich und direkt. Und gleichzeitig weißt du, dass er eigentlich zum Beispiel jetzt in dem Punkto mit dem Studium, mit dem abgebrochenen Studium, dass er euch da alle, dass er da nicht aufrichtig war, dass er da nicht die Wahrheit gesagt hat. Irgendwie stimmt was nicht, aber Digga, du lügst. Du lügst an Dingen, wo es nicht nötig ist. Das macht sich noch nicht zum Mörder, trotzdem lügst du. Wie wäre das, wenn es einen entscheidenden Beweis geben würde oder er es gestehen würde in naher Zukunft? Das wäre eine große Enttäuschung auf jeden Fall. Wie kannst du mich über Jahre und Jahre durch diese Hölle schicken, obwohl du weißt, dass das alles, dass du mich anschwindelst? Enttäuschung ist, ja, mindestens Enttäuschung. Also das wäre schon der Hammer. Ich bin ganz ehrlich. Am Ende des Tages kann ich es ja gar nicht beantworten. Er ist der Einzige, der es beantworten kann, ob er es war oder ob er es nicht war. Ich für mich persönlich bin überzeugt, dass er es nicht war. Es ist natürlich schon so, dass meine Unschuldsvermutung so groß ist und mein Vertrauen so groß ist und eben die Zweifel
in dieses Urteil so groß sind, dass wenn jetzt plötzlich alles anders wäre und morgen kommt raus, er ist es, das würde mich schon mal umhauen. Ja. Aber ist dein Ziel, irgendwann das auch sozusagen nochmal herauszufinden, ja, oder da auch Gerechtigkeit herzustellen? Ja, oder ist das wirklich? Nein, nicht Gerechtigkeit, recht. Gerechtigkeit wird es nicht mehr geben. Also der Zug ist schon lange abgefahren, aber zumindest Tatsachen gerade zu rücken. Ja, naja, vollkommen unabhängig, was ab jetzt passiert, aber ganz egal, wann ich dann rauskomme und wenn ich noch laufen kann, dann ist das meine Aufgabe. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken, mir das nochmal anhören. Waren jetzt viele Eindrücke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Und ich gehe denselben Weg wieder zurück, oder? So, jetzt wird hier hoffentlich diese Tür wieder aufgemacht. Und dann bin ich hier gleich wieder raus. Aus dem Keller nach oben. Ein paar Stufen, dann bin ich wieder in der Freiheit. Aus dem Keller ans Licht. Bleiche Gesichter fordern ihre Zeit an der Sonne. Also es waren jetzt ungefähr 3 Stunden Nonstop-Gespräch. Ich bin richtig voll mit Eindrücken. Und jetzt brauche ich erstmal einen Moment, um das einmal sacken zu lassen und drüber nachzudenken. Ich habe mir ihn irgendwie eigenartiger vorgestellt. Und auch auf dem Foto wirkt er irgendwie kälter, als er ist. So, er war wirklich nett, lustig. Und das irgendwie in Kombination mit diesem Gedanken, er könnte ein Mörder sein. Vielleicht ist er das. Jedenfalls ist er dafür verurteilt worden. Dann fühlt es sich total komisch an, das über jemanden zu sagen, so, ja, der war ja ganz sympathisch. So. Mich bringt das persönlich gerade in so ein ganz, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin hin und her gerissen. Ja, irgendwie habe ich gerade so Bedenken, dass ich zu viel Nähe zu ihm aufgebaut habe, so dass ich das zu sehr jetzt aus seiner Perspektive wahrnehme, und ich glaube, es ist wichtig, auch für mich nochmal auch alles genau mir anzuschauen, was dagegen spricht. Die Verwirrung, die der Reporter gerade fühlt, macht ihn mir jetzt auch wieder noch mal ein bisschen näher. Auch noch mal, ich möchte nicht eure Arbeit nur kritisieren, ich habe mich nur aufgeregt über dieses mit den 15 Jahren, das müsst ihr korrigieren, das ist falsch. Ansonsten, ich kann es nachvollziehen. Ich spüre auch immer diese Ungewissheit. Und wie sein eigener Freund gesagt hat, der Einzige, der es wirklich weiß, ist er. Für mich hatte ich damals schon eine Entscheidung getroffen. Als ich in Haft war mit ihm, nach ein paar Jahren und so, hatte ich die Entscheidung getroffen für mich. Und es war damals auch nur eine Meinung, begründet auf meinen Erfahrungen und dem, wie ich ihn erlebt habe. Und diese Meinung war damals, dass er schuldig ist. Er hätte so nie verurteilt werden dürfen. Die Polizei hat nicht korrekt gearbeitet, der Richter hat nicht korrekt gearbeitet, die Staatsanwaltschaft hat nicht korrekt gearbeitet. Das hat aber für mich nicht, es bedingt nicht unbedingt, dass du unschuldig bist. Nur weil die Polizei einen Beweis unterschiebt, heißt das noch lange nicht, dass du unschuldig bist. Mein Gefühl war damals, dass er sich in eine Situation manövriert hat, in der er nicht mehr zurück konnte. Ich glaube nicht, dass es ein geplanter Mord war. Das ist ganz sicher nicht. Was für einen geplanten Mord begehst du denn mit einem Gegenstand, den du wahrscheinlich dort gefunden hast, und haust jemanden 25 Mal auf den Kopf? Deine eigene Tante? Und denkst, damit kommst du dann gut durch, oder was? Das ist, wenn, dann war es auf jeden Fall kein geplanter Mord. Hätte dafür also auch so nicht verurteilt werden dürfen. Ich glaube aber, es gab, wenn es war, einen Punkt, wo er nicht mehr zurück konnte. Und das ist zum Beispiel, wenn du deine Freunde jahrelang anlügst. Irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach gar nicht mehr sagen kannst, ey Leute, sorry, ich war's doch. Und er war nicht der Erste, der 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre lang durch diese Lüge aufrechterhält. Sie irgendwann vielleicht sogar selbst glaubt. Es gab für mich den einen oder anderen Punkt, dass ich überzeugt war. Wie das Ganze rechtlich ausschaut, und das ist ja sehr, sehr viel entscheidender vielleicht sogar noch, besprechen wir mit einem der besten Strafverteidiger Deutschlands.
Wir werden uns hinsetzen, wir werden den zweiten Teil dieser Reportage zusammen anschauen, wir werden alle rechtlichen Fakten beleuchten und wir werden schauen, ob man meine Meinung noch mal ändern kann. Wenn der vermeintlich Geschädigte, wo du als Anwalt denkst, der lügt wie, keine Ahnung was, wie gedruckt, ja, ekelhaft. Es war ja so, dass sich die Verteidigung für Sachen rechtfertigen musste. Münchner Strafkammer, größter Prozess, Pistole auf deinen Kopf. Ja, Bullen aber diese Indizienlage, aber diese, du hast schon recht. Ich danke euch fürs Zuschauen, das war die Folge 1. Ich habe übrigens nicht geweint, als der andere dieses Lied gespielt hat. Ja, das war einfach nur, das waren Stärketränen. Das war nicht irgendwie, dass ich rührselig geworden bin, das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen. Das war nur, weil ich übertrieben männlich bin. Ich bin raus für heute, das war's.